Wir kommen heute mal wieder zu einem Blick durch die Clicker Idle und Incremental Games. Als nächstes in der Runde ist wieder ein Blick auf Transport Defender fällig. Leider nicht ganz so, wie ich es mir erhofft habe. Also das Restoration Event ist inzwischen vorbei. Weswegen ihr dort die ganze Zeit Aliens sehen werdet, ist, weil gerade ein Alien Invasion Event aktiv ist. Und mit den verschiedenen Boni, die ich aktuell habe, mal gucken, Alien. So, Alien Spawn Chance mal 4. Alien Cargo Chance ist okay. Alien Spawn Chance mal 5. Diese beiden sorgen dafür, dass ich tatsächlich eine 100%ige Wahrscheinlichkeit habe, dass die Aliens auftauchen. Also bei mir ist die Alien Invasion wirklich vollständig und es gibt nur noch Aliens überall. Genau, also ihr seht hier, Alien Spawn Chance liegt bei 202%. Warum? Ganz einfach. Die Spawn Chance ist aktuell plus 10%. Ich glaube, Standard ist irgendwie wahrscheinlich 2%. Und ich kann die ja mal kurz ausschalten. Also ihr seht, jetzt ist sie nur noch bei 40%, nachdem ich den fünffach raus habe. Und hier oben nochmal das vierfache rausnehmen. Also sogar nur bei 0,1%. Also 0,1% ist Standard, jetzt ist es 10,1%. Und in dem Moment, wo ich beide Feature aktiv habe, also das eine ist die Nummer 30, dann bekommt ihr auf jeden Fall 40%, da kommt ihr schon ziemlich häufig. Und das andere, in dem Moment, wo ihr die Nummer 202 aktiv habt, nur Aliens, überall. Ist jetzt kein Problem, stört ja niemanden. Und wenn sie dann noch ein paar Boni bringen, im Sinne von Cargo und Money und so weiter, habe ich auch nichts dagegen. So, aber was ist jetzt aktuell der Stand? Ich habe bereits einen weiteren Sentinel-Level-Reset gemacht und ich muss nochmal nachschauen, ganz kurz, steht glaube ich hier oben. Also ich habe inzwischen 799 Sentinel-Punkte hier investiert und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich so schnell wie beim letzten Mal, weil ich habe mehrere hundert Sentinel-Points tatsächlich eben beim letzten Reset bekommen, 300, 400 irgendwo in der Dreh, die ich dann halt hier investiert habe. Einmal das Cargo-Protokoll, Caravan-Protokoll auf Max, ebenso das Niffler-Protokoll zu aktivieren, die verschiedenen Sachen hier, also soweit es noch nicht maximiert war, zu maximieren. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist das Autoclick. Ich kann auch schon mal das Quacking-Timer-Protokoll wieder aktivieren, weil schließlich bin ich hier auf Maximum und es bringt ja nichts, da irgendwie rumzuwarten, sondern wenn dann gleich den nächsten Reset zu machen. Was jetzt das nächste Ziel ist, ist Sentinel Level 13. Das heißt, ich mache den nächsten Reset erst, wenn ich genug zusammen habe, um Sentinel Level 13 zu erreichen. Das heißt, 120 plus die 146 für Level 12 plus wahrscheinlich irgendwo, ich habe es mir einmal zusammengerechnet, das müsste glaube ich irgendwie um die 700 brauche, also um die 700 Sentinel Points, die ich brauche, um Level 13 zu erreichen, um das Waves Schäfer, um das Socket Schäfer Protokoll zu erreichen, das 100 kostet, um das Niffler Protokoll zu maximieren, wo noch 5 Level fehlen, also 125, dann das Clicker Protokoll auf Maximum, da fehlen noch 8 Level. Und den Rest kann ich dann im Endeffekt, wenn noch was übrig bleibt, hier ausgeben. Aber das ist so im Moment so die Größenordnung. Jetzt bin ich halt erst bei 300. Und ich habe im Moment die Drohnen schon ziemlich gut im Einsatz dafür. Ihr seht, hier ist schon einiges los. Und ich habe nämlich angefangen, einige Spezialisierungen einzubauen. Das heißt, ich habe mir jetzt einzelne Teile, die Batterie maximieren, die Weapon Parts maximieren. Deswegen habe ich im Moment auch nur Item Delivery Missionen und nicht Weapon Parts Delivery, weil ich die im Moment gar nicht drin habe. El Cargo nehme ich natürlich normal auch rein, aber im Moment versuche ich jetzt eher hier noch ein paar Items zu bekommen, die über Level 200 sind. Das heißt, die dann schon diesen nächsten Item-Status haben, damit ich die nicht über dieses Level überbringen muss, weil das ist relativ teuer. Also das ist jetzt noch das Upgrade auf 200, aber von 200, damit ich dann den Rarity-Upgrade bekomme, der sich dann, wenn er schief geht, auch immer teurer wird, den will ich mir halt sparen und hoffe, dass ich nach und nach Items finde, die eben einfach dann schon diese Schranke überschritten haben. Und ja, deswegen habe ich hier jetzt verschiedene Spezialisierungen. Klar, Cargo Spend Bonus, El Cargo, das dann wieder reinkommt. Hier habe ich jetzt ein anderes drin. Da werde ich den wahrscheinlich auch zerstören dann, weil ich ja von dem nur eins benutzen werde. Und von dem werde ich auch wahrscheinlich immer nur eins benutzen, vielleicht auch zwei, je nachdem, was für, also zumindest was in der Standardkonfiguration drin ist.
natürlich die 4 hier für den El Cargo maximiere. Und dann ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Im Moment ist es einfach ein bisschen umständlich, die Dinger, ich kann sie nicht per Drag and Drop, sondern ich muss dann immer erst hier oben anklicken. Dann ist der Weg hier nach unten ziemlich weit. Und dann muss ich hier das nächste anklicken, wenn ich die alle rausholen will. Das ist im Moment von der Benutzerfreundlichkeit her, es sind einfach sehr lange Wege, um zurückzulegen, um diese Sachen dann auszulösen. Das ist ein bisschen umständlich. Deswegen macht es nicht ganz so viel Spaß, hier diese Optimierung zu machen und für jeden Typ, den ich brauche oder jeden Typ, den ich einsetzen will, hier tatsächlich spezialisierte Items zu schaffen. Hier habe ich jetzt mal wieder ein neues El Cargo, aber ich will ja hier auf jeden Fall eh höher. Das heißt, das kann ich schon mal wieder zerstören und hoffen, dass ich was Passendes bekomme. Ein El Cargo, sehr schön. Hier habe ich ja schon ein El Cargo wieder angefangen. Es gibt, ich habe auch bereits schon El Cargo mit 1,2 irgendwo gehabt, aber das kommt natürlich immer drauf an. Also hier habe ich sogar noch ein ganz altes drin mit 1,05. Aber es kommt eben immer darauf an, was für ein Item-Level das Item hat, was zerstört wird. Oder vielleicht was auch bis Cargo Spend mit 1,2. Na, vielleicht habe ich doch noch kein El Cargo gehabt mit 1,2. Naja, auf jeden Fall kann ich das Item jetzt hier vervollständigen. Das heißt, dann kann ich da den El Cargo-Dings wieder reinmachen. Und kann dann tatsächlich endgültig das Ding zerstören, weil das hier einfach nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Okay, jetzt habe ich wieder ein Money bekommen. Money lohnt sich nicht, weil Money werde ich maximal hier verwenden. Und das ist im Moment mit 190 ohnehin das Höchste, was ich habe. Das heißt, da kann ich das Ding auch gleich kaputt machen, weil das kann das eh nicht ersetzen. Und wieder ein Cargo Spend Bonus und ein Damage dabei. Also das sind die Items, die ich jetzt aktuell zur Verfügung habe. Aktuell habe ich jetzt keine leeren Items mehr, die ich ausrüsten kann, also wo ich noch die Slots befüllen kann. So, aber warum bin ich jetzt überhaupt bei den Items hier gelandet? Weil es eben, hier seht ihr übrigens, die haben noch 20, die hatten ursprünglich 22. Da habe ich eben ganz aktiv diese Battery Uses benutzt. Das heißt, bevor ich Battery Delivery Missionen in Auftrag gegeben habe, habe ich halt gesagt, okay, hier hol mal die ganzen Dinger rein. Also beziehungsweise ich muss es ja selber machen, ich kann es mir leider nicht einfach sagen, sondern habe ich halt die ganzen Items so eingefügt, dass der maximale Batteriebonus ist. Das heißt hier allein schon 4 und ich glaube der normale, die normale Menge ist irgendwo unter 10, die man standardmäßig als Batterie-Uses bekommt. Also deswegen, die verwende ich dann halt nur gelegentlich. Weil im Moment könnte ich mit dem 1 hoch 22 an Cargo, was ich zur Verfügung habe, natürlich nichts bewegen. So, jetzt werde ich das Quackentimer-Protokoll nochmal ausschalten, damit ich euch jetzt nochmal mitnehmen kann, wie das Ganze jetzt eigentlich aussieht. Also, ich mache jetzt erstmal die beiden rein. Das heißt, damit verliere ich auf jeden Fall eine Aufladung, sobald ich die rausgenommen habe. Das hier wird jetzt gleich zum Erliegen kommen, weil tatsächlich die Differenz, die ich hier brauche, hängt allein an den Items. Das heißt, dass ich diese Level schaffe, ist allein diesen der Drohne zu verdanken. Alleine mit den normalen Upgrades wäre ich gar nicht in der Lage momentan, wirklich hier weiter die Level platt zu machen. So, aber jetzt soll eben das Cargo Spend Bonus rein. Das heißt, ich habe jetzt natürlich schon den größten Bonus reingeschoben. Das heißt, der Cargo Spend Bonus ist jetzt bei 28.000. Und jetzt kommen noch die ganzen kleinen 1,5, 1,15, 1,2 Faktoren und so weiter rein. So, der bleibt drin. Das kommt jetzt raus. Alles, was im Endeffekt nicht direkt Cargo Spend mäßig aktiviert ist. Und deswegen, also seht, es ist ein bisschen umständlich, weil immer dieser Weg zurückzulegen, da wäre es einfach schön, einfach hier einen Doppelklick zu machen, zu sagen, okay, Item raus, Item rein. Genauso das gleiche wie hier, wenn ich jetzt hier eben die Items suche, die jetzt halt relevant sind. So, Cargo Spend rein, Batterie-Use ist nicht. So, hier ist noch ein Cargo Spend, aber erstmal die anderen rein, wo eben zwei Items drin sind, die für Cargo Spend relevant sind. So, okay, das heißt, das sind jetzt im Endeffekt alle Cargo Spend Boni, mehr habe ich an der Stelle noch nicht.
Einen habe ich hier noch, aber ich habe jetzt kein Item, in das ich das reinpacken könnte, um das auszurüsten. Okay, und das heißt nämlich jetzt, also von den 28.000 habe ich jetzt einen Bonus von 183.000. Also es macht schon noch mal einiges aus, das zu optimieren. Und jetzt schauen wir mal, wie viel es tatsächlich bringt. Also von 3 hoch 308 SPs geht es jetzt darum, natürlich die Kohle wieder auszugeben. Und mal gucken, wie viel habe ich jetzt hier? 1,45. Da wäre es gut, wenn ich eigentlich ein 0,521, also irgend sowas in der Dreh, dass ich zumindest dann auf 2,21 komme, um den Frozen Cargo dann noch ein bisschen den Bonus zu pushen. Ansonsten hier komme ich jetzt nur noch mit hoch 1,21 rein. Aber machen wir mal einen Kauf und okay, es sind 5 dazugekommen, obwohl ich natürlich viel weniger ausgegeben habe, als hier steht, aber immerhin. Aber das ist nicht ganz so schnell, wie ich es mir erhofft hatte, weil ich dachte tatsächlich, okay, ich kann jetzt relativ schnell wieder mehrere hundert einsammeln, aber das geht leider dann doch etwas langsamer. Das heißt, dieser erste, wo ich den Bonus das erste Mal benutzt habe mit diesen Batterien, der hat sich natürlich ziemlich niedergeschlagen, weil natürlich, da hat er das erste Mal um mehreren tausendster Faktor gegolten. Das macht sich jetzt deutlich weniger bemerkbar. Aber schauen wir mal, wie weit ich jetzt komme. So, Damage. Lohnen sich die beiden? Money und. Ah, die sind beide auch schon wieder abgeschlossen. Ja, das ist jetzt wieder. Ich will ja eigentlich nicht alles auf einmal ausgeben. Mal gucken, ob ich noch kleinere habe. Also klar, ich kann natürlich den Multiplikator runtersetzen, aber das ist mir dann auch wieder zu umständlich. Sondern wenn dann lieber. Ja, dann machen wir doch das Starting Money noch auf Max. Und dann gebe ich die restlichen in die Frozen Cargo. Dann ist es zumindest um mehr als 10% dort auch wieder gesteigert. Und also es sind jetzt 40, 41 Sentinel, ich glaube 308 hatten wir vorher, 41 Sentinel Points immerhin. Ich weiß jetzt nicht, ein, zwei Tage habe ich es, glaube ich, laufen lassen. Das heißt, ich mache das natürlich nicht ständig nach jeder Stunde, sondern im Endeffekt alle paar Tage mache ich jetzt diesen Aufwand hier, um das Ganze zu pushen. Aber es dauert halt noch ein bisschen, bis ich meine circa irgendwo um die 700 Sentinel Points zusammen habe, mit der ich beabsichtige, dann den nächsten Reset zu machen. Ja, also das soweit für die Drohne, die Optimierung. Genau, hier ist. Ah, da ist der erste wieder dazugekommen. Das heißt, ich habe jetzt noch ein neues Item bekommen. Level 108. Boah, ist das schlecht. Ach so, ja, das war jetzt natürlich das Problem, das war ungeschickt. Dadurch, dass ich natürlich jetzt so wenig Items ausgerüstet hatte, ist natürlich auch der Durchschnitt gefallen. Das heißt, mit dem Zeug kann ich da natürlich. Oh, 1,15 passt da auch noch. Okay, dann aber jetzt an die schnell wieder die Items ausrüsten, damit ich natürlich möglichst hohe neue Items bekomme. Also hier wieder die ganzen Cargo. Boni. So, die Regenerationsrate ist natürlich am interessantesten mit. Zumindest was eben dann noch die Boni für die Drohne angeht. So, dann die Damage-Boni sind die eine Sache. Das heißt, ich hole einen Money-Bonus wieder rein. Genau, wenn ich Weapon-Parts machen würde, würde ich den reinholen, aber mache ich aktuell erstmal nicht. Nachdem das Restoration-Event vorbei ist, was die Weapon-Parts angeht, lohnt sich das jetzt auch nicht so stark, weil es dauert, also um die hier weiter zu bekommen, dauert das schon ziemlich, ziemlich lange. Dann noch einen hierfür, den mit dem Weapon-Upgrade-Preis und die restlichen 4 jetzt hier wieder für den Damage-Multiplikator und dann kommt hier gleich wieder Bewegung rein. Also erstmal den höchsten Damage-Bonus. Reicht noch nicht. So, Cargo-Spend nicht. Cargo natürlich. Damage wieder und Cargo. Ja, haben wir nochmal eine Mischung von beiden. Und damit letztlich die Spezialisierung und ihr seht, es läuft wieder. Ja, das heißt, ein Tausender, das heißt, ein so ein Item, das hier im Moment so einen Exponenten von 1000 hat, ist eigentlich dafür verantwortlich, dass sich hier in den Sektoren noch was bewegt und ich dann doch wieder genug Geld einnehme, um
ein bisschen vorauszubleiben. Also ist schon spannend, wie stark sich da tatsächlich da die Drohne auswirkt, um dort ja, weiter die Sektoren zu pushen. Und ich bin im Moment so Stück für Stück dabei. Dann werde ich jetzt auch wieder um 2.000 anheben, auf 270.000, weil ich habe ja gesehen, dass er in der Lage ist, hier beim letzten Durchlauf. Okay, das war 271.000. Wenn es normal jetzt über das Quacking-Timer-Protokoll resettet wird, dann sehe ich natürlich, dass der dort mindestens die 3.000 noch was macht in den 9 Minuten, weil das ist ja letztlich das, was ich maximal erreichen kann, diesen 3.375 Distance-Bonus mit 1% eben pro Level. Ich glaube ab 79, genau, jetzt läuft's los. Weil ich muss mindestens 80 Level letztlich über den Startpunkt liegen. Da ist immer das Putzige, wenn ich das hier anhebe, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel 2100 draus mache, dann sperrt er wieder, dann wird das hier wieder deaktiviert und dann sagt er, okay, ich muss mindestens 271.079 erreichen. Wobei der ja eigentlich gar nicht von da gestartet ist. Ich weiß nicht, ob man das als Bug oder als Feature bezeichnen soll, aber es ist auf jeden Fall praktisch, wenn ich jetzt mir überlegen würde, einfach zu sagen, ich will jetzt mal bis 300.000 durchspielen. Dann könnte ich das Quacking-Timer-Protokoll aktiv lassen und der würde eh erst dann resetten. Das heißt, der Time-Reset greift erst, wenn die Mindestanzahl der Sektoren erreicht ist. Das heißt, das ist auch ganz nett für den Reset. Aber jetzt lassen wir es mal auf 270.000 und ich schaue mal, ob ich das nach und nach weiter anheben kann. Und jetzt heißt es erstmal wieder ein paar Tage, denke ich, zu sammeln, und dann mal sehen. Also 40 ist immerhin noch ein netter Sprung, aber wie gesagt, ich brauche noch einige hundert mehr, um tatsächlich hier den nächsten Sentinel-Reset vorzubereiten. Von den Features gibt es nichts Neues zu sagen. Ich habe alle Features aktiviert, noch nicht ausgemaxt, klar. Weil 3,64 ist im Moment das letzte und die sind natürlich extrem teuer, was hier das Ausmaxen angeht. Also da bin ich noch 8 Zehnerpotenzen, teilweise 10 Zehnerpotenzen entfernt, bevor ich hier tatsächlich alles ausmaxen könnte. Mal sehen, wie es nach dem nächsten Sentinel-Reset aussieht. Für Cargo kann ich ja keinen Bonus mehr aktivieren. Cargo-Bonus ist hier bereits Maximum. Das heißt, der Sentinel-Level selber bringt noch an verschiedenen Stellen einen Bonus rein. Und ansonsten werde ich halt schauen, dass ich auch noch ein paar Punkte eben übrig habe für das Killer- und das Mercen-Protokoll, um da noch ein paar Boni zu aktivieren. Allerdings sind hier mit 1 Million natürlich noch eine Unmenge Sentinel-Points versenkbar. Deswegen, also erstmal so um die 700, um alles andere auszumaxen und dann mal gucken, was dann so die neuen Sachen sind, wie viele Features noch kommen oder inwieweit hier eher solche Event-Geschichten kommen. Genau, der Cargo-Multiplier ist mit 5. Ich weiß nicht, ob das nur für die Aliens. Ich denke wahrscheinlich der Cargo-Multiplier für die Aliens. Insofern ist es natürlich praktisch, dass ich hier 100% Aliens bekomme und damit auch letztlich das Maximale im Moment, denke ich, was ich an Cargo rausbekommen kann. Was noch verdammt teuer ist, den habe ich jetzt natürlich nicht weiter aufgelevelt gerade. Der Space Hamster, der letzte Hamster, der noch L-Cargo-Bonus liefert. Weil hier Cargo, siehst du noch den Spend-Bonus, der ist auch relativ niedrig. Der einzige, der sehr, sehr spannend ist, ist der hier, weil der von dem Drohnenlevel abhängt. Deswegen ist der im Vergleich zu den anderen natürlich riesig mit 763%. Aber das sind halt alles, ihr müsst halt einfach ein bisschen drauf achten, auf die einzelnen Features, welche euch da schnelle Boni geben und wo ihr dann auf jeden Fall auch die Drohne nicht vernachlässigt, weil die dann wieder andere Sachen pusht. Also, soweit für heute von Transport Defender und auf zum nächsten.